Was für eine bekloppte Idee. Ich, der nie seinen Geburtstag feiert, trifft um kurz vor 24 Uhr am Flughafen in Singapur ein, um den längsten Geburtstag meines Lebens zu feiern. Es ist 0 Uhr und 47 Sekunden. Ich habe Geburtstag und es wird der längste Geburtstag meines Lebens. Die verrückte Idee, 4 Kontinente und 40 Stunden Geburtstag feiern. Und das sieht dann so aus, dass wir jetzt gleich von hier aus nach Australien fliegen, dann weiter nach Neuseeland, in die USA, nach Los Angeles und anschließend nach Hawaii, nach Honolulu. Und wenn das alles gut geht, dann haben wir 40 Stunden auf der Uhr. Der Flo, mein Kameramann, und ich machen uns auf den Weg. Wir reisen mit kleinem Gepäck. Flo, aber am Anstoß müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ist ja schließlich mein Geburtstag. Hä? Und eine kleine Geburtstagstorte habe ich auch. Und gesungen wird auch Happy Birthday, lieber Kai. Happy Birthday, lieber Kai. Und wir feiern auf 4 Kontinenten. Los geht's. Und damit genug gefeiert. Unser Flieger nach Australien wartet. Die Mission längster Geburtstag der Welt beginnt. 31D. Ja, das ist der Sitz da drüben. Rappelvoll, komplett ausgebucht, der Flieger nach Brisbane. Na, das wird ja was. 7 Stunden dauert der Flug nach Australien, so war es zumindest geplant. Wir sind jetzt gerade erst gestartet in Singapur, eine Stunde zu spät. Und das bringt natürlich meinen Zeitplan gleich schon mal ins Wanken. Auf jeden Fall hat man mir gerade in der Speisekarte auch einen kleinen Brief überreicht. Especially for you. Also wie nett. Dear Mr. Böcking, wishing you a wonderful birthday. From all of us, cabin crew. Und hier steht's, 3. August 2016. Das ist aber lieb. Cool. Mittlerweile haben wir 1,5 Stunden Verspätung. Und das bedeutet, dass mein Plan schon beim ersten Flug auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Denn verpasse ich auf dieser Reise nur einen Flug, ist die Idee, die ich mir in München ausgedacht habe, im Eimer. Wie mache ich aus einem normalen 24-Stunden-Tag einen ungefähr 40-Stunden langen Tag, ist, dass man zum richtigen Zeitpunkt über die sogenannte Datumsgrenze fliegen muss. Die liegt hier so etwa 2 Stunden von Neuseeland entfernt, da ist sie. Und was passiert bei der Datumsgrenze? Da springt die Uhr von der Zeitverschiebung her von plus 12 Stunden auf minus 12 Stunden. Also man gewinnt wahnsinnig viel Zeit. Und darüber müssen wir fliegen, möglichst spät am 3. August abends. Nachtflug von Singapur nach Australien. Während der Rest der 300 Passagiere schläft, bekomme ich einen Gruß aus dem Cockpit. 2 Stunden und 20 Minuten noch bis nach Australien. Und gerade hat mich die Crew überrascht mit einem Geburtstagskuchen. Finde ich total nett. Mal anschneiden. Gut. So lobe ich mir das. So kann man Geburtstag feiern. Aber auch die leckere Torte löst mein Verspätungsproblem nicht. Wird mir in Brisbane genug Zeit bleiben, um meinen Geburtstag an einem besonderen Ort zu feiern? Die Stadt wäre ideal dafür. Brisbane liegt an der Gold Coast Australiens. 2 Millionen Einwohner und jede Menge goldfarbener Strände. Und hier will ich feiern. Pam's Café, am Strand und gerne mit diesen Mädels. Doch der Plan wackelt. Seit 8 Stunden und 35 Minuten habe ich Geburtstag und endlich landen wir an der Ostküste Australiens mit fast 2 Stunden Verspätung. Bye bye! Das wird jetzt eine enge Kiste. Wir schauen uns das mal an. Aber zumindest habe ich es auf jeden Fall geschafft, den zweiten Kontinent an meinem Geburtstag zu besuchen, denn das ist Australien, Singapur war Asien, also Nummer 2. Mist, das reicht vorne und hinten nicht für eine Beachparty am Strand. Ich muss sofort in einen anderen Terminal, um meine Bordkarte zu holen. Die Zeit reicht nur für einen Quickie an der Bar. So, komm, wir gehen schnell was trinken. Auf Geburtstag. Actually, it's my birthday. Hallo, ich habe heute Geburtstag. Haben Sie Champagner oder sowas? 2 Gläser. Champagne or something, 2 glasses.
schließlich mein Geburtstag. Wir müssen ja wenigstens einmal ordentlich anstoßen. Here we go. Yeah. Happy Birthday, Kai. Es ist mein Geburtstag. Alles Gute. Dankeschön. Wie geht's? Gut. Ich habe auch Geburtstag. Ehrlich? Ja, ich habe gelogen, ja. Willst du ein Glas Champagner? Oh, das wäre schön. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt, hier in Brisbane. Am Strand sitzen, in der schönen Strandbar und da ein bisschen feiern. Aber hat nicht funktioniert. Unser Flieger hatte Verspätung aus Singapur. Und jetzt geht's weiter nach Neuseeland, dritter Kontinent. Und dann weiter nach L.A. Hauptsache, dieser Flug ist pünktlich. Auf nach Neuseeland. Hello! Wow. Hallo, ich bin Kai. Guten Morgen. Good morning, everybody. Hallo, ich bin der Flugbegleiter. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Das mag ich sehr. Vielen, vielen Dank. Guten Morgen, wo ist denn mein Platz? Zeigen Sie mir Ihre Bordkarte, dann bringe ich Sie zu Ihrem Platz. Ich habe meine Blinkzähne für Sie angezogen. Gefallen sie Ihnen? Was ist denn das? Stadt, Strand, Standparty im Kiwi-Flieger. Ihr Leute seid verrückt. Vielen Dank für das Ständchen. Sehr nett. Danke, danke, danke und tschüss. Jetzt aber Türen zu und ab nach Auckland. Da will ich unbedingt raus in die Stadt und woanders feiern als im Flugzeug. Obwohl, ein Sekt geht immer. Ich meine, das ist ja mal ein richtig geiler Empfang hier. Letzter Blick auf Australien und ab geht's in 4 Stunden nach Neuseeland. Zeit für einen Zwischenstand. Es ist immer noch 3. August 2016. Wir sind in Singapur losgeflogen, ganz kurz in Brisbane, in Australien gewesen und jetzt auf dem Weg nach Auckland. Wir verlieren jetzt dummerweise sogar 4 Stunden. Die holen wir uns allerdings dann wieder. Mein Gott. Now, you guys, ihr seid so verrückt. Die kannst du da rausnehmen. Vielen Dank nochmal. Das ist der zweite Kuchen, den ich bekomme auf dieser Reise. Vor 5 Stunden schon einen und jetzt noch einen und mit Gesang. Ehrlicherweise, mein Geburtstag macht mir richtig Spaß. Ich finde das toll, den so zu feiern. Das glaubt mir kein Mensch. Zu Hause glaubt mir das kein Mensch. So, Flo. Deins. Wahrscheinlich bekommen wir überall Kuchen, weil wir so hungrig aussehen. Aber im Ernst, was uns fehlt, ist Schlaf und mal rauszukommen aus Fliegern und Flughäfen. Am späten Nachmittag landen wir pünktlich in Auckland, Neuseeland. Es regnet und wird schon dunkel. Auch hier kann ich meine Strandparty wohl knicken. Das ist also jetzt Auckland, Neuseeland und die Netzstewardessen. Auf dem Flug haben wir uns einen tollen Tipp gegeben und haben gesagt, wir sollen in eine Bierbar fahren. Da gibt es angeblich 40 verschiedene Sorten von Craft Beer aus dem Hahn. Ist doch was für meinen Geburtstag. Also schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Wir müssen in 3 Stunden nämlich wieder hier sein. Dann geht unser Flieger nach Los Angeles. Bedeutet 3 Stunden für eine spontane Biersause. Ab ins Taxi. Auckland ist tagsüber und bei Sonne eine echte Partymetropole. Die Neuseeländer haben an allem Spaß, was nach Abenteuer riecht. Sport, Natur und Kultur. Tja, dumm gelaufen, Kai, denn es ist Winter in Neuseeland, es regnet und es ist kalt. Wie lang dauert die Fahrt? Was sagt das Navi? Oh, etwa 39 Kilometer. Aber wie lange dauert das? Oh, jetzt haben wir 6. Naja, ich denke, so eine Stunde. Eine Stunde? Naja, viel Verkehr. Wie krass. Eine Stunde hin, eine zurück, heißt nur eine Stunde für die Bierkneipe. Und wenn ich meinen Flieger nach L.A. verpasse, ist die Party eh früh vorbei.
So, seit 14 Stunden feiere ich jetzt Geburtstag. Und ehrlich, das ist ziemlich anstrengend. Wir sind jetzt in Auckland, in Neuseeland. Das ist der dritte Kontinent. Wir haben heute Nacht angefangen in Singapur, das war Asien. Dann waren wir mal ganz kurz in Brisbane, in Australien und eben jetzt Auckland. In 3 Stunden geht unser Flieger von hier aus nach Los Angeles. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das gerade mal ein Drittel von den 40 Stunden sind, die wir uns vorgenommen haben, ist das schon sehr, sehr anstrengend. Man hat irgendwie permanent einen trockenen Hals. Das im Flieger sitzen ist super anstrengend. Es gibt immer was zu essen und zu trinken und Geburtstagskuchen. Und die Leute sind alle wahnsinnig nett zu mir. Aber es ist anstrengend. Und irgendwie merke ich, dass mir Schlaf fehlt. Und das wird, glaube ich, auf dem langen Stück jetzt nach Los Angeles auch nicht besser werden. Ja, ja, jetzt werden alle sagen, heul doch, du Memme. Aber ich wollte es ja nicht anders. Hoffentlich hält die neuseeländische Bierkneipe das, was mir die Flugzeugcrew versprochen hat. The Beer Spot wirbt damit, dass es hier 40 lokale Biere frisch vom Fass gibt. Aber das ist nicht die eigentliche Überraschung für mich. The Beer Spot. Gewusst. Der Bierspot hier in Auckland. Wie geht's dir, Kai? Alles Gute, Kumpel. Vielen Dank, schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Was für ein toller Ort. Danke für das Ständchen gerade. Oh, gerne. Das macht ihr aber für alle, oder? Uns hat ein Vögelchen was gezwitschert. Wahrscheinlich haben die Leute von der Airline angerufen, oder? Die haben euch nämlich empfohlen. Die haben gesagt, geh dahin, wenn du deinen Geburtstag feiern willst, geh und trink ein Bier. Und was ist die Idee? Ja, wir haben 40 Fässer tolles neuseeländisches Bier. Wir präsentieren sie, aber es geht darum, einfach eine schöne Zeit zu haben und das Bier zu genießen. Wir sprechen nicht über das Handwerk dahinter. Wir sprechen hier auch nicht über die unterschiedlichen Arten der Biere. Wir wollen, dass die Leute herkommen und sich 5 oder 6 Biere vom Board aussuchen, welche auch immer sie haben wollen. Kaum zu glauben, in Neuseeland gibt es hunderte kleiner privater Brauereien. Von 40 ist hier ein Fass am Hahn. Ein Paradies für Bierkenner. Denn ist ein Fass leer, kommt eine neue Brauerei zum Zug. Ich finde eine geniale Idee. Und was ist die Technik dahinter? Jedes Bier ist einzeln reguliert, es ist gekühlt. Wir haben ein einzigartiges Reinigungssystem, um sicherzugehen, dass die Leitungen wirklich sauber sind, damit das Bier immer am bestmöglichen schmeckt, wenn es aus dem Hahn kommt. Okay, dann trinken wir mal eins. Auf geht's! Also wenn ich das jetzt getrunken habe, dann bin ich endgültig tot. Na gut, ich werde nicht daran sterben, eher im Gegenteil. Das kaufe ich, das ist gut. Das ist auch amerikanischer Hopfen. Hopfen aus Neuseeland und Amerika. Das ist ein neuseeländisches Helles. Ist dieses Brett die Idee? Bestellen das die Leute immer, wenn sie das Bier probieren wollen? Wenn du diese Art Bier nicht kennst, ist das der ideale Weg, viele verschiedene Arten auszuprobieren. Es riecht nach Pfirsich. Und ich lerne mit dem leichten Bier anfangen und dann auf die härteren Geschosse umsteigen. Das letzte, das stärkste, 9% IPA. Also wenn ich das trinke, dann werde ich gut schlafen im Flieger. Du wirst auf dem Flug super schlafen. Also wenn ich das jetzt trinke, werde ich wunderbar schlafen auf dem Weg nach L.A. Gut, hier könnte ich jetzt einen Rekordversuch abbrechen und weiter Bier testen. Doch dann reiße ich mich doch nochmal los. Bob, ich muss leider los. Schön, dich kennengelernt zu haben und super gemacht. Das ist eine tolle Bar. Und wenn ich das nächste Mal hier in Auckland bin, komme ich ganz sicher wieder her. Hey Mann, ich kann es kaum erwarten. Schick ein paar Leute her, wir kümmern uns um sie. Das mache ich. Danke, Leute. Bye. Okay, wir fliegen nach L.A. Es regnet und die Rückfahrt zum Flughafen geht schneller als erwartet. Anstatt einer Stunde nur 20 Minuten. Zeit für ein anderes Bedürfnis, das jetzt nach Erlösung schreit. Und deshalb checken wir kurz vor dem Abflug in dieser Flughafen-Lounge ein. 16 Stunden unterwegs, gerade in Neuseeland, in der Lounge. Und hier gibt es etwas, was ich seit vielen, vielen Stunden vermisse. Eine Dusche. Und ich gehe jetzt erstmal duschen.
Da ist doch mal was hier. Und ich bin ein neuer Mensch. Geduscht, sauber und weiter geht's. Noch 30 Minuten bis zum nächsten Flug nach Los Angeles. Aber ist denn eigentlich noch mein Geburtstag, der 3. August? Der Mann von der Bank ist mein Zeuge. Ist es immer noch der 3. August? 3. August, ja. Immer noch, oder? Auch in Auckland. Es ist mein Geburtstag. Ich brauche Ihren Pass. Ehrlich? Echt? Mein Pass? Ich mache nur Spaß. Wollen Sie ihn sehen? Schauen Sie mal. Ich habe wirklich Geburtstag heute. Ja, Kumpel. Ich hab Geburtstag. Alles Gute, Kumpel. Vielen Dank. Ich feiere schon seit fast 20 Stunden und habe noch 20 Stunden vor mir. Also, Baujahr 64. Oh, Sie sehen immer noch jung aus. Ja, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Genießen Sie Ihren Geburtstag. Wenn Sie mir mein Geld noch geben können, wäre nicht schlecht. Oh, das ist das Erste. Auch wenn es mein Geburtstag ist. Da hätte er doch glatt aus Freude über meinen Jubeltag beinahe mein Geld vergessen. Wir machen uns auf den Weg zum Gate unseres nächsten Fluges. Insgesamt ist jetzt die Hälfte rum von meinem längsten Geburtstag und jetzt geht es nach Los Angeles. Da sind nochmal 13 Stunden Flug, dann haben wir nochmal ein paar Stunden Aufenthalt und dann nochmal weiter nach Honolulu und dann hoffentlich haben wir es geschafft. Drei Kontinente haben wir jetzt, in Asien, in Australien und jetzt mit Neuseeland, Ozeanien. Und dann packen wir jetzt mal die USA an. Und das bedeutet von Auckland nach Los Angeles. Das sind 15.000 Kilometer Flugstrecke. Und trotzdem werde ich noch Geburtstag haben, wenn wir ankommen. Sie sind das Geburtstagskind? Ja, ich bin das Geburtstagskind. Kommen Sie rein, alles Gute. Danke, danke. Wir sind jetzt fast 20 Stunden unterwegs und jetzt kommt die entscheidende Stelle. Wir fliegen gerade über die Datumsgrenze. Da ist sie. Und was jetzt passiert ist, dass die Uhr von plus 12 Stunden auf minus 12 Stunden zurückspringt. Das heißt, in Los Angeles ist es gerade mal frühmorgens am 3. August. Mein Geburtstag geht weiter. Langstreckenflüge sind für den Körper extrem belastend. Kurz vor meinem Abflug aus Deutschland hole ich mir Rat von Dr. Michael Nager. Kann ich mir das überhaupt zumuten oder ist die Gefahr zu groß? Das Problem ist, in diesen modernen Flugzeugen ist einfach zu wenig Platz. Und als Orthopäde kann man einfach nur sagen, Sie sitzen da, der durchschnittliche Mann ist in Deutschland 1,80 Meter groß. Das hat sich in den letzten 15 Jahren massiv verändert. Und Sie sitzen da eingequetscht in einem Bereich, wo Sie überhaupt keinen Platz haben. Das bedeutet, die Knie sind angewinkelt, die Gefäßversorgung ist schlecht, die Arterien werden abgeknickt. Ja, und das ist im Endeffekt eine Position schlimmer als an jedem Schreibtisch, wo Sie, wenn Sie 4 Stunden sitzen, auch schon die Nase voll haben. Und das Ganze natürlich auf diese lange Zeit und dann auch noch mehrfach hintereinander ist schon eine mega Belastung. Also besser sein lassen? Nö, der Doc empfiehlt eher Kompressionsstrümpfe. Was bringen denn dann solche Kompressionsstrümpfe? Gut, die Strümpfe haben letztendlich die Funktion, die Muskulatur und damit auch die in der Muskulatur liegenden Venen zu komprimieren. Wir haben im Endeffekt so einen Effekt, dass die Flüssigkeit aus den Beinen, die venöse gestaute Flüssigkeit aus den Beinen wieder leichter Richtung Herz zurücktransportiert werden kann. Kompressionsstrümpfe gibt es übrigens auch für Männer als Strumpfhosen. Gott sei Dank waren die heute aus. Tja, da muss man schon sagen, das sieht nicht wirklich hübsch aus. Eher ziemlich scheiße. Aber wenn es hilft? Es wird helfen und ja, ich kann nur, wie gesagt, schönen Flug wünschen und einen schönen Geburtstag. Happy Birthday to you. Guten Morgen. Es ist immer noch der 3. August. Ich habe immer noch Geburtstag. Also ganz im Ernst, so nach 29 Stunden an diesem Geburtstag merkt man doch schon, wie anstrengend diese ganze Geschichte ist. Trotz der Thrombosestümpfe, die ich anhatte, die ganze Nacht habe ich kaum geschlafen, mir tut der Kopf weh, ich habe die Nase läuft.
meine Augen sind rot und man merkt einfach, dass das eine wahnsinnige Belastung für den Körper ist, so schnell und so viel hintereinander zu fliegen. Da hilft auch das Wassertrinken nicht und auf den Alkohol zu verzichten und wenig zu essen. Das ist schon extrem anstrengend, diese Geschichte hier. Oh, hat jemand Mitleid mit mir? Nein, habe ich mir fast gedacht. Selber schuld, so seinen Geburtstag zu feiern. Wenigstens werden wir pünktlich in Los Angeles landen. Die Sonne scheint und die Party am Strand kann endlich steigen. Wenn nicht hier, wo dann? Tja, aber in den USA ist eben alles anders. Vor allem, wenn man ins Land rein will. Es wird aber eng mit Strand. Und das 4 Stunden, bevor der Flieger nach Hawaii abhebt. So viel Zeit hatten wir bisher bei keinem unserer Stops. Ist noch nicht zu fassen. Wir stehen immer noch in der Schlange. Seit 2 Stunden versuchen wir einzureisen. Das wird wohl nichts mehr in meiner Beachparty hier in Los Angeles. Flo, müssen wir auf dem Weg nach Hawaii feiern. Und dann wird es doch wieder ein Kampf gegen die Uhr. Wir haben jetzt ganz genau noch 1 Stunde Zeit. Ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Erstmal müssen wir aus dem Flughafen raus einen Taxifahrer finden. Und vielleicht schaffen wir es noch ans Wasser. Ansonsten müssen wir wieder zurück, um unseren Flug nach Hawaii nicht zu verpassen. Warten die alle auf mich hier? Ja? Kein Geburtstagsschild für mich. Ich bin enttäuscht. Aber ich will unbedingt an den Strand. Doch ist das Risiko, es nicht rechtzeitig wieder zurück zum Flughafen zu schaffen, nicht zu hoch? We just go. Wir fahren einfach. Gibt es in der Nähe einen Strand? Strand? Venice Beach? Irgendeinen Strand, wo wir hinfahren können und bis 6 wieder hier sind. Okay. Ja? Also das ist jetzt alles ein bisschen anders als geplant. So am Ende wird mein langer Geburtstag dann doch noch sehr hektisch. Wir sind in Los Angeles gelandet, einigermaßen pünktlich, aber haben jetzt 2 Stunden an der Sicherheitskontrolle gestanden. Und das hat uns natürlich den ganzen Zeitplan versaut, weil der Plan war, an den Strand zu fahren, eine kleine Strandparty zu machen zu meinem Geburtstag und dann unseren Flug nach Hawaii zu kriegen. Jetzt haben wir noch 1 Stunde Zeit und George wird versuchen, das trotzdem zu schaffen, dass wir zumindest einmal an den Strand kommen. George, unser armenischer Taxifahrer, quält sich durch den Berufsverkehr hier in Los Angeles. Wie sieht's denn aus mit meinem Rekordgeburtstag? Kurz mal checken, wie weit wir sind. Ach, 31 Stunden, 55 Minuten, also fast 32 Stunden. Wenn wir nach Hawaii fliegen, gewinnen wir nochmal 2 Stunden dazu. Und der Flug dauert 5 Stunden. Das müsste eigentlich ganz knapp hinhauen mit den 40 Stunden. Apropos Geburtstag, wie feiert ihr in Armenien denn so, George? In Armenien feiern wir auch. Ja. Ja, auch. Sehr schön. Was ist schön? Trinkt ihr viel? Ja, wir trinken viel mit vielen Leuten. Okay. Viele Leute. Was trinkt ihr denn? Wein, Bier? Wein, Bier und Wodka. Ah, Wodka. Ja, russischer Wodka. Hört sich gut an. So eine armenische Wodka-Sause würde ich jetzt auch nehmen. Hauptsache Party. Aber ehrlich, es sieht nicht gut aus. Also wir werden es nicht nach Venice Beach schaffen, meint er gerade, was schade ist. Aber wir gehen nach Marina del Rey, auch sehr schön. Hauptsache Meer. Ein Yachthafen statt Venice Beach. Ich muss wohl an meinem Geburtstag nehmen, was kommt, solange es schnell geht. Raus aus dem Taxi und flott zur kürzesten Geburtstagsfeier der Welt. Schön hier. Los Angeles, Marina del Rey und es ist mein Geburtstag. Ach, guck mal hier, die Mädels. Die Mädels haben sich extra in den engen Badeanzug geschmissen und paddeln für mich eine Runde vorbei. Wie nett. Zeit für meine Geburtstagskerze. Jetzt müsste nur noch jemand singen. Flo, sing mal. Komm. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Kai. Happy Birthday to you. So, und jetzt fliegen wir nach Hawaii. Los, komm. Kaum zu glauben, vor 33 Stunden hat mein Trip in Singapur begonnen. Das hat er super gemacht, der George. 6 Minuten vor 6, wir sind überpünktlich. Das heißt, wir kriegen unseren Flug nach Hawaii. Und das bedeutet jetzt auch, dass ich am 3. August an meinem Geburtstag auf 4 Kontinenten war. Denn L.A. ist natürlich
der amerikanische Kontinent. Und jetzt geht es nur noch darum, nach Hawaii zu fliegen und die 40 Stunden voll zu machen. George, great job. Toll gemacht. Tja, das soll ein Grinsen auf meinem Gesicht sein, trotz der Anstrengung und der verpassten Partys. Hier ist der Beweis. Auch in Los Angeles ist noch der 3. August. Das Ziel, meinen Geburtstag auf 4 Kontinenten zu feiern, habe ich schon erreicht. Aber werden es auch wirklich 40 Stunden? Unser letzter Flug von Los Angeles, 5 Stunden nach Hawaii. Und ich träume vom Paradies. Welcome to Hawaii. Und es ist wirklich kaum zu glauben, immer noch der 3. August, mein Geburtstag. 20 nach 10 Uhr abends. Die 4 Kontinente habe ich schon geschafft. Jetzt geht es nur noch darum, habe ich auch die 40 Stunden geschafft. Aber das verrate ich erst später. Erst gehen wir mal ins Hotel. So, wie geht's dir? Ja, gut. Wollen wir noch ein bisschen fliegen oder reicht es jetzt erstmal? Es langt erstmal. Langt, oder? Ja. Also wir haben es mal ausgerechnet, wir sind ungefähr 29 Stunden im Flieger gesessen an meinem Geburtstag und das ist ja auch schon mal was. Also viel gefeiert haben wir ehrlicherweise nicht, weil das macht man natürlich dann nicht, wenn man so viel im Flieger sitzt. Und jetzt suchen wir uns ein Taxi und fahren zum Hotel. Ich wundere mich ein bisschen, bekommt man auf Hawaii nicht zur Begrüßung eine Blumenkette? Und die kleinen Hula-Mädchen schlafen wohl auch schon. Nix mehr los in Honolulu. Wenigstens ein Taxifahrer ist noch wach und bringt uns nach fast 2 Tagen zum ersten Mal in die Nähe eines Hotelbetts. Hello, my friend. Where you like to Hyatt. Waikiki Beach. Im Paradies regnet es also, aber auch das kann uns jetzt nicht mehr aufhalten. Das Ziel ist in Sicht. Aloha, der Herr. Aloha. Aloha. Hallo, willkommen. Checken Sie bei uns ein? Ja, wir checken ein, aber ich habe eine ganz wichtige Frage. Können Sie mir das heutige Datum bestätigen? Heute ist der 3. August. Yes. Und es ist 11 Uhr, oder? 11.07 Uhr. Sind Sie Kai aus Deutschland? Ja. Wir haben Sie den ganzen Tag erwartet. Alles Gute. Bitte schön. Alles Gute. Oh, danke schön. Blumenkette, wie cool. Aloha. Och, ist aber nett. Guck mal hier. Geburtstagsgeschenke. Wie schön, süßes. Ist das hier? Ah, ein hawaiianisches Bier. Es gibt also doch Bier auf Hawaii und eine Obstgeburtstagstorte und die Antwort, ob wir 40 Stunden geschafft haben. Es ist in einer Minute gleich mein Geburtstag wirklich zu Ende, auch hier auf Hawaii. Ich will einmal zumindest richtige Kerzen brennen haben. Ging ja die ganze Zeit nicht. Oh, eine noch, eine noch. Wow, happy birthday, lieber Kai. Und damit ist er vorbei, mein Geburtstag, der 3. August. Wir waren an diesem Geburtstag auf 4 Kontinenten. Wir waren in Asien, wir waren in Australien, wir waren in Ozeanien und in Nordamerika. Aber die große Frage war ja, habe ich es wirklich geschafft, meinen Geburtstag auf 40 Stunden zu strecken? Ja, haben wir. Sogar auf 42 Stunden insgesamt. Unfassbar. Und das Fazit, lohnt sich so eine Aktion? Also wenn man Geburtstag feiern will mit seiner Verwandtschaft und seinen Freunden, dann natürlich nicht. Aber wer das Abenteuer mag und sowas mal ausprobieren will, das war schon eine krasse Nummer. Sehr, sehr anstrengend, aber irre gut. Danke Flo, mein Kameramann, der die ganze Zeit dabei war. Prost auf meinen Geburtstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann konnte ich den Strand doch noch genießen. Mit einem neuen Weltrekord im Gepäck.